So, liebe Demokratieverteidiger, Freiheitsverteidiger, Grundgesetzschützer, ihr wollt immer mal wieder zu Massendemos zusammenkommen, natürlich ohne Maske und kein Abstand und so weiter, ne? Und alles im Namen der Grundrechte, ja? Toll, toll, toll. Wo wir gerade bei Grundrechten sind, das hier ist das Grundgesetz. Und da stehen sicherlich auch so Sachen drin, wie jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Und da steht auch drin, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Und wisst ihr, was ihr mich könnt? Ihr könnt mich mal in Ruhe lassen. Ihr könnt mal damit aufhören, mich als einen blinden Regierungsgläubigen zu beschimpfen. Das war ich nicht, das bin ich nicht und das plane ich auch nicht. Und ihr könnt auch mal damit aufhören, wenn ich doch mal einkaufen gehen muss, dass mich Leute von euch quer durch den Laden anbrüllen, du Arschloch, weil ich mit Maske und Handschuhen unterwegs bin und weil ich versuche, Abstand zu halten. Und es muss mich auch keiner auf der Straße parodieren und mich auf mich zugehen und mich anhusten und das furchtbar lustig zu finden. Das könnt ihr alles mal sein lassen. Ne? Das ist kindisch. Und viele Leute scheinen auch nicht zu wissen, was ein Meter ist. Denn werde ich es in Zukunft zeigen. Das ist nämlich ein Meter, beziehungsweise nur knapp ein Meter. Und 1,50 ist Minimum und 2 Meter ist besser. Und zu den Masken, falls man es nicht lesen kann, ja, ich weiß, dass ich dadurch nicht völlig geschützt bin, wie ihr mir nachsagt. Wenn ihr lesen könnt, schaut mal, ich schütze dich. Ne? Eine Maske schützt nicht sehr wenig. Und die anderen etwas. Das ist der Sinn. Ja? Und ich find's einfach neid, wenn ihr euch da zu euren Massentreffen versammelt. Lasst euch gesagt sein, nicht alles, wo das Wort Pflicht draufsteht, ist automatisch etwas Schlechtes. Ihr habt eine Verantwortung für die Gesundheit und das Leben von anderen Menschen. Nicht nur für eures. Ich hoffe, man kann das lesen, sonst schreibe ich es euch nachher nochmal auf. Und wisst ihr, ich bin in mehreren Risikogruppen. Und das sind nicht nur ein paar Leute, dazu gehören Dinge wie Krebs in der Vorgeschichte, Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes, andere chronische Erkrankungen, COPD und. Das sind nicht ein paar hundert oder ein paar tausend, das sind in Deutschland zusammengerechnet Millionen Leute. Auf die bringt ihr
in Gefahr. Und nur gegen etwas zu sein, weil es von der Regierung kommt, ist kein Zeichen von Mut oder revolutionär oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur kindisch. Man muss auch Dinge tun können, obwohl die Regierung das auch möchte und Fuß findet. Einfach nach der Vernunft und nach der Humanität. Das war es eigentlich, was ich euch sagen wollte. Und glaubt mir, ich habe einen ziemlichen Zorn auf das, was ihr macht und wie ihr euch verhalten. Wofür tut ihr das? Um zu zeigen, wie toll und revolutionär ihr seid oder wie kritisch. Ihr seid verantwortungslos, ihr seid inhuman. Und gegen alles zu sein, nur weil es Pflicht ist oder von der Regierung kommt, automatisch dagegen, wie kindisch ist das denn? Reißt euch zusammen und schaltet euer Gehirn ein. Das wäre mein Wunsch. Alles klar?